Und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic mit eurem Ben Stormrider. Ja, wir haben uns in modisches Drachenleder gekleidet. Ich muss noch mal kurz gucken, wie gut die Robe denn taugt. Ja, Stärke Charisma geht nach oben, das ist wunderbar. Gut, die Rüstungsklasse lässt jetzt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist klar, dass die runtergeht. Aber ich behalte die Robe erstmal an. Wegen dem Charisma und so. Da haben wir den Charakter drauf gebaut. So. Wir haben die Drachenperle. Und ich werde mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mit dieser Drachenperle werde ich zu den Sandleuten gehen und dann können wir die Geschichte von den Sandleuten erfragen. Denn wir haben uns als Jäger bewiesen, indem wir den Kreiddrachen zur Strecke gebracht haben. Kurz zur Orientierung, da hinten geht's zum Häuptling. So, der Anzug ist ja auch eine nette Trophäe eigentlich. Wenn man mal drüber nachdenkt. So, bevor wir ihn ansprechen, speichere ich mal kurz ab. Das kann man ruhig hier machen. Anstatt Kreidhöhle nennen wir das Ganze Kreidperle. Ihr werdet schon sehen, warum. So. Und dann lassen wir uns mal was erzählen hier von den Sandleuten. Der Anführer der Sandleute scheint dich zu mögen. Immerhin hat er offensichtlich nicht vor, dir den Schädel einzuschlagen. Frage. Was soll ich ihn fragen, Meister? Jetzt will ich mehr über die Kultur der Sandleute erfahren. Protokoll. Das ist ein sehr heikles Thema, Meister. Passt auf, was ihr fragt, um ihn nicht zu beleidigen. Nicht, dass uns das etwas ausmachen würde. Ich möchte die Geschichte seines Clans kennen. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, ihr seid würdig, die Geschichten zu hören, wenn ihr ihm die Drachenperle eines Kraid-Drachens bringt. Übersetzung. Das Gespräch ist beendet, bis ihr diese Bedingung erfüllt. Denkt, ihr macht euch nur über ihn lustig. Tja, hier ist die Drachenperle aber. Und guck mal, was ich da Schönes anhabe. Drachenhaut. Übersetzung. Übersetzung. Er ist verblüfft, Meister. Er hätte nicht gedacht, dass er mit diesem Gegenstand zurückkehrt. So etwas ist seit unzähligen Jahren nicht geschehen. Übersetzung. Er stimmt einem Treffen mit dem Geschichtenerzähler zu. Aber wenn ihr es wagt, die Geschichte falsch wiederzugeben, tötet er euch. Übersetzung. Der Geschichtenerzähler wird in einen der Räume hier in der Enklave kommen. Er glaubt offenbar, dass dies eine große Ehre für euch ist, Meister. Tja, das ist doch schon mal gut. Dann sagen wir Lebewohl und wir kommen später wieder. Übersetzung. Übersetzung. Wir dürfen gehen. So, die Frage ist, wo hat's denn diesen Geschichtenerzähler jetzt? Ah, ein würdiger Zuhörer. Nachdem du dem Häuptling der Sandleute eine Drachenperle gebracht hast, bist du würdig, mit dem Geschichtenerzähler, dem Hüter des mündlichen überlieferten Wissens, zu sprechen. Und wenn wir uns das Feedback angucken, haben wir die Drachenperle allerdings verloren. Um ehrlich zu sein, würde ich sie gerne behalten. Und deshalb habe ich auch abgespeichert zuvor. Hier ist der Geschichtenerzähler. Das trifft sich ja gut. Das heißt, wir hören uns die Geschichte an. Wenn wir die können, laden wir den alten Spielstand wieder und haben die Drachenperle noch. So ist der Plan.
Verglichen mit anderen Kriegern, die du kennst, sind die Bewegungen und Worte des Geschichtenerzählers wohl überlegt. Allerdings straft er dich mit Verachtung. Übersetzung. Er ist der Geschichtenerzählermeister. Er hat von euren Fähigkeiten gehört und will euch die Geschichte erzählen. Nun... Ich bin geehrt. Fragt ihn, was er aufzeichnet. Übersetzung. Übersetzung. Es gibt nur eine offizielle Geschichtsschreibung, die von Generation zu Generation überliefert wird. Übersetzung. Bücher und Datapads können fortgetragen werden, was den Wert des Inhaltes mindert. Die Geschichte niederzuschreiben hieße, sie seinem Volk zu nehmen. Aha. Naja gut, also mündliche Überlieferung. Tja, ich kann ja mal sagen, mündlich überlieferte Geschichten sind meist sehr ungenau. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, dass ihr seine Aussagen nicht in Frage stellen dürft. Die Geschichte wird von Generation zu Generation weitergegeben. Übersetzung. Nur wer die Geschichte exakt kennt, darf sie weitergeben. Jeder Fehler ist gotteslästerlich und wird mit dem Tod bestraft. Kritik. Das erscheint mir wenig effizient. In jeder Generation werden Dutzende Geschichtenerzähler hingerichtet. Was, wenn einer der Alten stirbt, bevor er sein Wissen weitergegeben hat? Tja, das ist eine gute Frage. Stelle sie ihm doch. Übersetzung. Übersetzung. Die Erzähler werden von Geburt an ausgebildet. Nur wenige geben die Worte falsch wieder. Viele Erzähler sterben bei Stammeskriegen. Übersetzung. Ein Stamm ohne Geschichtenerzähler hat keine Existenzberechtigung. Seine Angehörigen verlieren den Bezug zur Geschichte und rotten sich gegenseitig aus. Ja, okay. Nun, aus welchen Themen kann ich denn wählen? Übersetzung. Übersetzung. Ihr könnt euch die Geschichte anhören oder nicht. Sie ist ein homogenes Gebilde und darf nicht in Teilen erzählt werden. Übersetzung. Einzige Ausnahme ist die Fortsetzung der Geschichte. Wenn ihr geht und später zurückkommt, wird die Geschichte weitererzählt. Okay, dann fangen wir doch mit der Geschichte mal an. Übersetzung. Übersetzung. Alles begann vor langer Zeit. Einst waren sie keine Sandleute, denn es gab keinen Sand. Das Land war grün und fruchtbar und sie waren vollkommen nackt. Übersetzung. Trotz der Schönheit der Natur wandten sie sich vom Land ab. Sie bauten hohe Mauern und blickten in die Ferne. Sie wagten es, nach den Sternen zu greifen. Übersetzung. Niemand kann sagen, wie weit diese Zeit zurückliegt. Es war die Zeit vor der Ankunft der Fremden, vor dem Fall ihrer Städte, vor den Erbauern. Nun gut, ich möchte über das Gehörte einige Fragen stellen. Ermahnung. Meister, ich muss euch warnen. Jeder Zweifel an Ihrer Interpretation könnte als Versuch missverstanden werden, die Bedeutung des Erzählten zu ändern. Klarstellung. Das käme einer falschen Wiedergabe der Worte gleich. Sie würden euch für diese Blasphemie töten. Nun, ich möchte etwas über die alten Zeiten wissen. Klarstellung. Anscheinend waren sie einmal eine blühende, hochentwickelte Gesellschaft, die von einer noch höher entwickelten Rasse fast vollständig ausgerottet wurde. Tja, gibt es etwas in den galaktischen Geschichtsaufzeichnungen, das dies bestätigen würde? Negativ. Ich bin keine Bibliothek, aber ich bezweifle, dass ihr Beweise für die Existenz einer fremden Rasse vor der Kolonialisierung durch die Chaka Corporation finden werdet. Fragt ihn, ob die Erbauer irgendeiner heutzutage existierenden Spezies gleichen. Übersetzung. Übersetzung. Er betrachtet die Erbauer als symbolische Macht, die gekommen ist, um die Standhaftigkeit seines Volkes zu prüfen. Er redet ums Zeug, Meister. Klarstellung. Sie behaupten, ihre Geschichte unverändert weiterzugeben, dämonisieren aber gleichzeitig die Erbauer. Kein Wesen aus Fleisch und Blut kann für eine derartige Katastrophe verantwortlich sein.
Na, also Kashyyyk hat sich ja angeblich auch stark verändert. Naja, gut, mal sehen. Also durch die Erbauer, auf deren Spuren wir hier sind. Tja. Frag ihn, ob sie ein Bild von ihnen haben, das wir mit den modernen Spezies vergleichen können. Es geht nah an die Blasphemie, aber ich versuch's mal. Ermahnung, Meister. Diese Frage könnte als Versuch verstanden werden, die Geschichte zu verändern. Er könnte verstimmt darauf reagieren. Naja, gut, dann lassen wir das. Dann fragen wir lieber. Kann er genau erklären, wie lange es her ist, dass Tatooine überall grün war? Zweifel. Wohl kaum, Meister. Selbst wenn Ihre Geschichten wahr und unverfälscht sind, entstanden sie vermutlich erst 1000 Jahre nach diesen Ereignissen. Sie sind für diese Wesen eine Art Erschaffungsmythos. Es gibt keine Daten. Es war, wie es war. Ja, da ist was Wahres dran. Nun gut. Fragen wir etwas über einen anderen Teil der Geschichte oder hören uns die Ermahnung. Geschichte weiter Denkt an. an meine Warnung, Meister. Bestimmte Fragen könnten Sie als falsche Wiedergabe der Worte verstehen. Eine Blasphemie, für die man euch töten würde. Ja, das habe ich ja nur verstanden. Andere Fragen? Gehorsam. Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Ja, dann soll er mit der Geschichte dort fortfahren, wo wir aufgehört haben. Übersetzung. Übersetzung. Sein Volk griff nach den Sternen. Durch diese Sünde zogen sie die Aufmerksamkeit der Erbauer auf sich. Diese griffen nicht nach den Sternen, sondern ketteten sie an Mühlsteine. Übersetzung. Riesige Dämonen aus Metall raubten der Welt ihre Reichtümer, bis nur noch das Grün der Erde zurückblieb. Die großen Städte wurden vernichtet. Übersetzung. Die Sünder sind seitdem dazu verdammt, auf Sternen jenseits des Himmels als unterwürfige und arbeitsame Sklaven zu dienen. Darüber stellen wir doch noch mal Fragen. Ermahnung. Denkt an meine Warnung, Meister. Bestimmte Fragen könnten Sie als falsche Wiedergabe der Worte verstehen. Eine Blasphemie, für die man euch töten würde. Ja, das haben wir nun verstanden. Also die Zeit der Versklavung. Klarstellung. Ich glaube, Sie wurden über einen längeren Zeitraum von dieser technologisch überlegenen Spezies unterdrückt. Der Raubbau aller Ressourcen des Planeten muss mehrere Generationen gedauert haben. Tja, wie viele seines Volkes wurden von der Welt verschleppt? Übersetzung. Übersetzung. Das weiß er nicht. Er sagt, dass nur die arroganten und ignoranten Angehörigen seines Volkes betroffen waren. Zweifel. Meister, das ist nur eine weitere Dämonisierung der Erbauer. Genauso gut könnte er behaupten, ein bestimmter Wesenszug seines Volkes sei ausgelöscht worden. Seine Sichtweise ist geschichtlich bedingt. Natürlich wurden nur die unwürdigen Fleischklöpse vernichtet. Die Überlebenden waren ja schließlich seine Vorfahren. Ja, so funktioniert Geschichtsschreibung, Leute. Merkt's euch. Also warum würden die Eindringlinge so etwas tun? Offensichtlich. Aus dem gleichen Grund, aus dem es die Cherka Corporation heute versucht. Expandierende Imperien brauchen Rohstoffe. Tja, na gut. Dann hören wir doch die Geschichte weiter an. Gehorsam. Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. So, wenn wir mal überlegen. Also die ketteten Sterne an, sagen sie. Es ist vielleicht möglich, dass die Sternenschmiede mit Sternen funktioniert. So als Antrieb. Ist das der Grund vielleicht, warum Tatooine zwei Sonnen hat? Ich glaube, es ist deswegen ein Wüstenplanet, weil es zwei Sonnen hat. Und vielleicht war das mal nur eine. Und vielleicht sind die Erbauer ja daran schuld, dass da eine zweite ist. Vielleicht ist da irgendeine andere Version der Sternenschmiede mit in die Luft gegangen und selbst zum Stern geworden oder sowas. Könnte ich mir vorstellen.
Also gut, setzen wir die Geschichte dort fort, wo wir aufgehört haben. Übersetzung. Übersetzung. Doch auch die Erbauer sollten für ihre Taten bezahlen. Generationen später wurden sie von einer Seuche heimgesucht. Dies war der Beginn des großen Krieges. Übersetzung. Die Erbauer wankten und sein Volk verstand, warum sie bestraft wurden. Sie sollten ihre Verbrechen erkennen. Also schickte sich sein Volk an, den übermächtigen Feind zu vernichten. Übersetzung. Sie sabotierten die Maschinen, die sich anschließend selbst zerstörten. Doch die Erbauer schlugen zurück und verwüsteten das grüne Land mit den Feuern des Himmels. Übersetzung. Aus der fruchtbaren Erde wurde eine Wüste. Doch der Kampf war von langer Hand vorbereitet und sein Volk war in Sicherheit. Tief unter der Erde lebte es fortan in Freiheit. Oha. Also es gab eine Widerstandsbewegung und bevor sie den Erstschlag gestartet haben, haben sie erstmal ihre Leute von der Oberfläche evakuiert. Und dann gab es hier wahrscheinlich einen atomaren Schlag aus der Luft. Und nachdem alles abgeglüht ist, ist man irgendwie rausgekommen. Aus den Höhlen. Ja gut, also stellen wir nochmal ein paar Fragen dazu. Ermahnung. Denkt an meine Warnung, Meister. Ja, tun wir doch. Wir denken da immer dran. Also, noch etwas über den großen Krieg. Klarstellung. Die Besatzer wurden von einer Seuche heimgesucht, die viele von ihnen dahin raffte. Sein Volk nutzte diese Schwäche, um ihre Großschiffe zu sabotieren. Daraufhin legten die Erbauer offenbar ganz Tatooine in Schutt und Asche. Wie konnte es ihnen gelingen, eine so mächtige Spezies abzuwehren? Zweifel. Das haben sie nicht. Er meint, dass sie nur siegten, weil die Erbauer den Planeten verlassen hatten, als sie wieder aus ihren Höhlen kamen. Das heißt nicht, dass sie bezwungen haben. Die Erbauer haben ihr Problem und damit den Planeten einfach verlassen. Der Gegner erschien ihnen wohl zu unwürdig. Oder sie haben gedacht, sie haben das Problem gelöst, weil sie die Oberfläche des Planeten dem Erdboden gleich gemacht haben. Ähnlich wie die Sith auf Taris. Und dann haben sie gedacht, ja gut, der Planet, der qualmt einfach nur noch, das ist nur so ein Aschehaufen, da gibt's nichts mehr für uns. Und die haben aber überlebt hier. Na gut, was für eine Waffe könnte so viel Schaden anrichten? Klarstellung. Ich darf euch erinnern, dass sie sehr lange gegen die Erbauer gekämpft haben. Die Zerstörung des Planeten war nur eine Frage der Zeit. Hypothese. Möglicherweise kam es aber aufgrund einer unkontrollierten Vermehrung lange vor der Ankunft der Erbauer zur Klimakatastrophe. Es bietet sich an, die Klimaverschiebung 1000 Jahre später den verhassten Eroberern zuzuschreiben. Wir deuten hier überhaupt nichts an. Sonst wird uns ruckzuck der Kopf abgehackt. Wie kann es sein, dass sie so einen Angriff überlebt haben? Hypothese. Wenn diese Wesen unter der Herrschaft der Erbauer jeglicher Technik abgeschworen haben, gab es möglicherweise Höhlensysteme, die ihnen Schutz boten. Außerdem gehe ich angesichts der Verschiebung ihres Gesellschaftsgefüges davon aus, dass nur wenige von ihnen überlebt haben. Tja gut. Hören wir die Geschichte mal weiter an. Gehorsam. Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Also letztendlich heißt es, das Volk hat nach den Sternen gegriffen. Das heißt, sie sind irgendwie... Irgendwie haben sie die Erbauer auf sich aufmerksam gemacht. Und dann ist der Planet daran zugrunde gegangen, mehr oder minder. Und deswegen verpönen sie jetzt die Technik generell. Nun, interessant. Also, fahren wir mit der Geschichte fort. Übersetzung. Korrektur. Er beschreibt jetzt den großen Marsch. Eine tausendjährige Wanderschaft, während der sie ihr neues Dasein in einer Wüstenei akzeptieren. Bevor meine Übersetzungsrelais überhitzen, schlage ich vor, dass wir diesen Teil der Geschichte überspringen und gleich mit der jüngeren Geschichte fortfahren. Nein, ich möchte alles hören, das geht schon. Resignation. Na schön, Meister. Einige Stunden später. Übersetzung.
Die Stämme breiteten sich über das ganze Land aus. Sie waren nun Sandleute und sie hielten das Land in Ehren. Der Sand war ihnen heilig. Übersetzung. Dann fielen wieder Maschinen vom Himmel. Fremde wie ihr besudelten das Land und es sollte noch schlimmer kommen. Übersetzung. Die Fremden erinnerten sie an die Sünden ihrer Vergangenheit, als sie sich selbst vom Land abgewandt hatten. Die Fremden, euresgleichen, waren die Ebenbilder ihrer einst verstoßenen Brüder. Übersetzung. Und so kommt es, dass die Sandleute bis heute alle Fremden hassen und sie gnadenlos bekämpfen. Ihr kommt immer wieder, willige Sklaven der Maschinen. Gibt es sonst noch etwas? Korrektur. Die letzten 1000 Jahre gab es Kämpfe mit Fremden, die den Planeten besiedeln wollten. Heute sind sie alle tot und vergessen. Ich habe seine Ausführungen auf das Wesentliche reduziert. Ich hoffe, das genügt, Meister. Ja, ich stelle noch ein paar Fragen dazu, bitte. Ermahnung. Denkt an meine Warnung, Meister. Ja, das tue ich. Also über den langen Marsch. Ungeduld. Meister, ich langweile euch nur ungern damit. Er spricht von belanglosen Stammeskämpfen in Wüsten, die weiter weg sind als die Nachbargalaxis. Wirklich, Meister? Für ihn mag es ja wichtig sein, aber für euch ist sein Geplapper ohne jeden Belang. Irgendwann müssen wir mal über deine Aufmüpfigkeit sprechen, HK-47. Zustimmung. Natürlich, Meister. Hauptsache, wir müssen uns dieses Gefasel nicht länger anhören. Kein Freund der Historie, ja? Naja, nun gut. Eine andere Frage. Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Setzen wir die Geschichte dort fort, wo wir aufgehört haben. Übersetzung. Übersetzung. Die Stämme breiteten sich. Übersetzung. Übersetzung. Das hatten wir doch. Übersetzung. Korrektur. Ich habe seine Ausführungen. Tja, ich würde sagen, dann haben wir hiermit die Geschichte der Sandleute erfahren. Was extrem cool ist. Und die gibt's sonst in keinem anderen Buch zu finden. Das ist was, was das Spiel ins Universum eingeführt hat. Und das hat es sehr gut gemacht. Faszinierend, oder? Na ja, gut. Dann kehren wir später zurück. Übersetzung. Übersetzung. Wir dürfen gehen. Ja, wunderbar. Ich werde noch einen neuen Speicherpunkt anlegen. So, KOTOR Folge 14. Oder natürlich ist es KOTOR, was soll es denn sonst sein? Let's Play 140 sind wir. So. Ich würde gerne noch ein bisschen in die Weidenkörbe hier gucken, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich die Körbe... Ah, das habe ich mir gedacht. Dann wollen die uns nämlich ans Leder. Als du den Inhalt des Behälters untersuchst, ziehen die Sandleute ihre Waffen. Sie warten auf einen Grund anzugreifen und jemand, der ihnen ihre Sachen durchwühlt, ist ein guter Grund. Ja, genau. Ja gut. Also, wir haben die Geschichte der Sandleute erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge machen wir das alles nichtig, damit wir die Drachenperle wieder haben. Dann lade ich einfach den Spielstand, den wir vor dem ganzen Gequatsche hatten. Vielleicht probieren wir auch nochmal getarnt. Oder das mache ich jetzt einfach nochmal. Ich probiere nochmal getarnt in den Körben zu wühlen. Ich möchte das Volk hier ungern niedermachen. Wir heißen ja nicht Anakin Skywalker oder so. Kein Grund dazu. So, kann ich mich denn tarnen? Ich vermeide, was ich kann. Das geht. Kriegen die das mit, wenn ich im Tarnmodus ausraube? Geht das? Kein Problem! Verstanden. Nein, das geht immer noch nicht. Die kriegen das mit, weil ich hier dummerweise wieder sichtbar werde. Naja, ja, gut zu wissen. Also, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
Bring vielleicht Bastilas Mutter das Holocron zurück. Das wäre doch was. Und vielleicht treffen wir nochmal Griff in der Chaka-Basis. Und wir müssen auch noch Kopfgeld eintreiben. Und all so ein Kram, ja? Für unsere Taten einfach die Lorbeeren abholen. Bis dahin bin ich euer Ben Stormrider. Macht es gut und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bye bye.